Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Donnerstagmorgen. Einen wunderschönen. Ja, wir haben ja gestern noch ein bisschen was da gemacht und ihr denkt euch jetzt gerade schon, was ist da passiert? Also, wo wir gestern die Folge beendet haben, hat das nicht so ausgeschaut, ne? Ich war hier nicht, aber die beiden lagen hier nicht. Die da drüben lagen da auch nicht. Und seit wann können Spanngurte so weit außen rausgehen? Gut, lauter neue Sachen, die wir bis jetzt hier noch nie gesehen haben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was hier während des Speichern und so weiter alles passiert ist. Also, jetzt mal Real Talk, nee. Ich glaube, also, wir haben ja letztens gesehen, dass hier so ein der eine Ballen und der gegenüberliegende dann irgendwie so durchgesunken sind durch die Plattform. Aber wie jetzt da genau passiert ist, du, das weiß ich jetzt auch nicht, ne? Ja, aber es gibt eine erfreuliche Nachricht, der Xerion ist weiterhin am Flügen, der hat auch schon, wow, ein gutes Stück vom Vorgewende hat er hier schon. Ja, ich glaube, wir machen dann die heutige Folge wieder mal ein bisschen in Timelapse. Erstens, ich muss das hier wieder reparieren. Das, wo wir eigentlich schon aufgeladen hätten, ich hätte es gestern nochmal runterfahren sollen, dann wäre... Warte, sorry. So. Da wäre das ganze Problem nicht gewesen, aber gut. Ist jetzt so, wie es ist. Das heißt, ich kann die Spanngurte lösen. Oh, ich dachte, es fällt mir runter. Gut. Fahren wir kurz mal ein Stück vor. Oh Gott. Ja, da fallen. Der stimmt eigentlich. Ich kann eigentlich alles nochmal neu aufladen, weil es ist eigentlich alles im Arsch. So, das kann alles runter. So, fahren wir hier so. Ja, dann fliegt nämlich das meiste runter und den Rest dann können wir dann mit der Gabel wieder normal aufsammeln. Wir müssen jetzt eine gute Position finden zum Verladen. Ich glaube, hier wäre es gar nicht schlecht. Wenn wir hier gerade hinfahren. So. Das sieht gut aus. Dann lassen wir mal so. Und wie gesagt, wir sehen uns dann nach dem Timelapse-Video hier, wenn wir dann hoffentlich die ganze Bahn weg haben. Wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß mit dem kommenden Folge und bis später.
So, dann melde ich mich mal ganz kurz zurück von den Timelapse, denn ihr seht links unten, der Xerion ist fertig laut dem, was er sagt. Ja, das sieht auch relativ relativ gut aus. Ja, das hat er eigentlich gut gemacht. So, die Radlenkung hätte er anlassen können, aber gut. Naja, aber hier sind noch ein paar Stellchen, die müssen wir nochmal schnell drüber bearbeiten. Weil da unten hat er einen guten Streifen stehen gelassen. Der war mir nicht so gefällt. Aber es geht zum Glück relativ gut bergab, da können wir also schnell drüber heizen ohne Probleme. So. Passt, dann fahren wir nochmal schnell rückwärts. Wenn wir den Streifen hier auch noch mitnehmen, dann passt das auch eigentlich wieder. Keine Angst, die Timelapse gehen danach noch weiter vom Ballenverladen. Ich möchte auf jeden Fall heute noch fertig werden. Zum Beispiel jetzt explizit das hier. Will ich halt mit euch machen, weil ansonsten haben wir halt nicht viel gemacht, wie ich geredet habe, und ja, weil ich halt eben das für in der Mitte jetzt hier zuständig, und ja, wenn das gespannt ist, schnell waschen und dann zurück in die Halle packen. Währenddessen holen wir uns schon gleich mal den Fan mit der Sämaschine ran, dass der das gleich mal ansehen kann, weil ich will natürlich, dass das vorangeht. So. Oh, das Lenkrad ist nicht zurückgeklappt gewesen. Gut, ist jetzt halt eben so, wie es ist. Der Xerion ist eigentlich noch relativ sauber jetzt geworden durchs Heimfahren. Also die Reifen auf jeden Fall. So, ansonsten mal den Hebellocker natürlich ein bisschen waschen, weil der ist schon ein bisschen dreckig geworden. Ne? Ja, ein bisschen Farbe fällt ihm auch schon ab. Gut, ist ja auch logisch, wenn da ein paar Steinchen drin sind, da kratzen da schnell weg den Lack.
verpasst. Grob drüber gewaschen, ist wieder relativ sauber. Ja. 130% hat er jetzt gerade knapp, das geht eigentlich nicht. Klar. So. Einfach den Sperren haben wir natürlich rausgemacht, brauchen wir jetzt eben gerade nicht mehr. So. Passt, zack. Ja, dann fahren wir noch ein bisschen hier. So. Jetzt passt. Können wir den Motor ausmachen, natürlich vorne absenken und umläuft natürlich auch aus. Handbremse drin und da passt die Sache. So, da ist unser Fendi. Oh, im Steuer noch. Das Gewicht dann später noch runterlassen, damit da so doll belastet wird. So, bei Fendt kommt das Fendt-Gewicht ab, weil da muss jetzt der Dünge- und Saatguttank ran. Oder ist eigentlich nur der Saatguttank? Ne, warte mal, es ist der Düngetank. Hinten hat er einen Saatguttank, genau. So, ich hoffe, ich habe die Legends voll gefüllt, ansonsten müssen wir nochmal rüberfahren. Aber soweit ich weiß, haben wir die nochmal voll gemacht. Ansonsten. Oh. Wir haben sie doch nicht ganz voll gemacht, aber gut. Für das Feld 77 reicht es locker aus. Außer natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie viel Saatgut da noch drin ist. Wenn jetzt natürlich bloß noch 10% Saatgut oder so drin sind, dann ist das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Aber ja. Ah ja, wir haben 1000. Ne, warte mal. Stimmt, die kann ja gar nicht mitdüngen. Ah. Okay, vorne und hinten geht ein bisschen Saatgut rein, oder? Ich glaub schon. Weil, ja, genau. Weil wir haben jetzt ein bisschen, opala, ein bisschen mehr drin als vorher. Bin ich der Meinung. So, passt, dann können wir mal rüberfahren hier. Passt. Zack. So, dann müssen wir mal gucken, weil wir wollen ja was anderes natürlich anziehen, und zwar Ackergras wollen wir haben. Nee, 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 Karotten wollen wir auch nicht. Ackergras damals. Statt grüne Gold wollen wir dann haben. Ja, stimmt, da brauchen wir die Feuergruppen, das passt. Dann schalten wir das nochmal kurz aus, weil wir brauchen noch einen Kursus. Feld Nummer 77, ja, Vorgewinde zweimal reicht auf jeden Fall aus. Das sieht gut aus, dann wünsche ich dir viel Spaß. Perfekt, dann macht das, dann speichern wir den Kurs nochmal schnell ab. Zen-F77, passt. Wir geben den guten Kollegen nochmal schnell Allrad. Ja, das geht ja gar nicht schon besser voran. Gut, der macht es. Wir begeben uns dann wieder zurück zu unserem Verladungsgespann. Und wie gesagt, ich werde jetzt noch ein bisschen der Timelapse weiterführen, während wir hier hoffentlich die restlichen Ballen, die wir hier noch rumliegen, schaffen. Ich habe jetzt keine Ahnung, die Aufnahme ist jetzt schon wieder mal bei 26 Minuten. Das heißt, ja, 5 Minuten, 6 Minuten, 7 Minuten, irgendwie sowas in den Dreh werden wir noch brauchen, um die jetzt alle zu verladen. Aber wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß, wenn jetzt wieder weitergeht.
tears want to look my way, never back to you. When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. They were simpler times. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me. So, die Timelapses sind vorbei. Wir haben die Ballen alle runtergebracht. Der ein oder andere war der Fermenter leider voll, den hat er nicht angenommen. Ja, ich fahre hier gerade den 6M nach Hause oder zurück zum Hof, weil der hat ist leider mit der Gabel am Zaun hängen geblieben und hat dann wohl die Verbindung zum Premium, den ich gefahren bin, verloren. Und ja, das heißt, ich muss ihn selber hierher fahren. So, wir waschen die guten Teile jetzt nochmal schön ab hier. So, da glänzen die auch wieder, dann haben wir sie wieder für den nächsten Einsatz bereit. Der Fendt ist weiterhin fleißig am Ansehen, fährt 14 km/h, das passt wunderbar. Ne, da kommen wir nicht mehr hin, okay, gut. So, den werden wir halt dann später waschen, das passt, das glänzt wieder. Genau, der 6M muss er dann eh noch mal in Einsatz, und zwar zum Düngen der Wiesen. Und natürlich das später auch für 77. Oh ne, das müssen wir dann auch noch spitzen, ne? Eieiei. Gut, ist so wie es ist, können wir nichts machen. Wir müssen jetzt gleich nochmal gucken, ob der 6, der Premium hier auch nochmal einen Shop hat. Im Thema Wiesenkalken, ansonsten Wiesen bzw. auch Felderkalken. Aber das haben wir ja erst gemacht. Wir fahren jetzt dazu schon mal rein in die Halle. Oder beziehungsweise vom Kalkstreuer, wo Kalkstreuer, wo dann normalerweise immer steht. So, passt. Motor aus und Umleuchte aus, passt. Dann gucken wir mal nach. Wie sind denn die Zustände? Feld 77 braucht Kalken, das war mir nicht klar. Gut. 86, 85, ja, da ist sowieso Mais drauf müssen. Wenn die Maisaktion vorbei ist, 80, 81, 85, 86, alles pflügen. Weil ja, es war Mais drauf, es war Einzelkorn drauf, das heißt, es braucht immer pflügen. Gut. Geht eigentlich auch relativ schnell voran mit dem Xerion und dem Tiefenlockerer. Feld 40, 31, 32 und die 82 brauchen Düngen. Gut, hatte ich mir schon gedacht. Hat mir ja die letzten Mal auch immer machen müssen. Aber trotzdem kriegt der 6M von mir jetzt noch eine kurze Wäsche. Na, auf jeden Fall der Stollbrunnen da, weil das sieht ja aus. Nee. Das geht ja mal gar nicht hier. Eieieiei. Ja, der 6M an sich geht eigentlich noch, aber der Frontlader. Ja, dann haben wir jetzt schon so lange in Benutzung und haben nie gewaschen. So. Geht das Zeug überhaupt noch ab da, Alter? So. Sieht ja, glaube ich, wieder besser aus. So. Noch schnell die Zange. Oder Ballenspieß, besser gesagt. So.
Hey, hey, da unten ist schon ganz schön abgenutzt. So, da blättert schon der Lack ab. So, gut, nee. Ich möchte gerne, genau, die Ansicht will ich wieder haben. So, dann stellen wir nochmal schnell den, nicht den Kerker mitnehmen. Eieiei, Licht haben wir geschrammt, aber nur minimal. Hier ist noch alles im grünen Bereich. So. Boah, der geht sogar. Ich dachte, der fällt auch weiter zurück, aber nee. Hat ist sogar gegangen. So, was wir jetzt aber machen müssen, wir müssen jetzt vom Steier das Gewicht abkuppeln. Nee, nicht das. Ich möchte. Naja, das geht jetzt nicht. Ne? Naja, wir müssen so oder so wegfahren. Ja, dann packen wir es gleich hier vorne hin. Wenn wir schon rausfahren. So, nicht, wenn wir jetzt wieder reinfahren, müssen wir mal gucken. Wenn wir nicht zu weit zurückfahren, aber auch nicht zu nah an den See drin ran. Das wäre optimal. So, so lasse ich ihn stehen. Ich fahre jetzt gar nicht mehr weiter zurück, nicht, dass er dann wieder irgendwie ein Symbol kriegt, was ich nicht will. So, das heißt, wir machen an den Armen 6M. Er muss so viel leiden, immer mit diesem Gewicht. Aber dafür ist er da, zum Arbeiten, ne? So, wir hängen nochmal schnell den Düngerstreuer an, aber wir sind dann für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Ich darf mich fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Ja, Timeless werden jetzt ein bisschen länger nicht mehr kommen, oder was heißt ein bisschen länger? Das nächste Mal, wenn wir halt wieder irgendeinen Job haben, was langwierig ist, aber das ist eigentlich nur meistens Ballen verladen oder Ballen pressen etc. Wie gesagt, morgen sehen wir uns dann eigentlich zu einer ganz normalen Folge, außer ich würde mich irgendwie umentscheiden. Aber zu viel Timelapse ist glaube ich auch nicht so gut. Aber ich rede jetzt gar nicht mehr drüber rum. Ich sehe jetzt eh, wie es morgen dann wird, wie ich Zeit habe und so weiter. Weil ich bin jetzt hier schon knapp bei 45 Minuten, also ich bin jetzt schon eine Dreiviertelstunde hier dran. Und das ist schon ein bisschen was, ne? Scheiße, da kommt ein rotes Auto. Schnell rüber hier. So. Wie gesagt, ich wünsche euch dann allen noch einen wunderschönen restlichen Donnerstag und wir sehen uns dann morgen am Freitag zu einer weiteren Folge hier auf der Startenbach. Und bis dahin, haut rein und ciao, ciao. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.